Riesen für die AfD. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Bürger auf der Besuchertribüne. Die Atomkriegsuhr steht auf 2:12. So hoch schätzen renommierte Experten, Atomphysiker derzeit die Gefahr eines Nuklearkrieges. Nur ein einziges Mal stand die Menschheit so nah vor dem Abgrund. Das war 1953, mitten im beginnenden Kalten Krieg. Internationale Vertragswerke zur atomaren Abrüstung wie der ENF-Vertrag, der die Abschaffung von nuklearen und konventionellen Mittelstreckenraketen vorsieht, oder der zur Reduzierung strategischer Atomwaffen und ihrer Trägersysteme überlebenswichtige New START, stehen vor dem Scheitern bzw. drohen nach ihrem Auslaufen nicht weiter verlängert zu werden. Die USA und Russland werfen sich gegenseitig Beschuldigungen an den Kopf, wer durch was die Vertragswerke verletzt habe, und rüsten wie die übrigen Atommächte dieser Welt munter auf. Beispiele dafür gibt es zu Genüge. Wir hatten gestern ein Beispiel. Wir haben aber auch ein Beispiel bei der Modernisierung der Atomwaffen der Vereinigten Staaten, bei der Entwicklung der sogenannten Mini-Nukes, bei der Bereitstellung der Gelder für die Entwicklung einer Mittelstreckenrakete, die den ENF-Vertrag verletzen würde, seitens des US-amerikanischen Senats. Das Ganze findet vor dem Hintergrund des konflikthaften Entstehens einer neuen multipolaren Weltordnung statt. Dazu kommen auch noch neue Arten der Kriegsführung, die die Gefahr einer militärischen, auch nuklearen Konfrontation vervielfachen. Cyberspace, ebenso im Weltraum, die automatisierten Waffensysteme nicht zu vergessen. Werden die hier vorgelegten Anträge der täglich schrumpfenden Gerne-Großkoalition und der kleinsten Möchtegern-Regierungspartei dem Ernst der Lage wirklich gerecht? Nein, sie kommen über Allgemeinplätze nicht hinaus. Wobei die Grünen immerhin die schon länger und bald schon wieder hier Regierenden daran erinnern, dass sie mal hoch und heilig versprochen haben, sich für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland einzusetzen. Übrigens hätten wir hier einen ganz breiten Konsens im Plenum, in der Vergangenheit zumindest. Denn sowohl die Union als auch die SPD, als auch wir, die FDP, die Grünen und die Linken, haben sich in der Vergangenheit für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland ausgesprochen. Aber manche leiden an politischer Amnesie und andere haben für ein Pöstchen in der GroKo schon mal eine 180-Grad-Wende vollbracht. Da darf sich ja auch ein gewisser Herr Schulz mal ruhig angesprochen fühlen, auch wenn es mit dem Pöstchen bekanntlich nicht so ganz geklappt hat. Während Wendehälse wanken, stehen wir als AfD ganz klar und eindeutig für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland. Um den ENF-Vertrag zu retten, sollte Deutschland dafür eintreten, die seitens Russlands und der USA reklamierten Vertragsbrüche umfassend aufzuklären und für vollständige Transparenz zu sorgen. Wir brauchen deutsche, russische, US-amerikanische Inspektoren, die Zugang erhalten sowohl zu den russischen SSC-8-Raketen als auch zur US-amerikanischen Raketenabwehr. Und wir brauchen einen neuen, weltumfassenden ENF-Vertrag mit allen Atommächten. Nicht zuletzt brauchen wir auch eine wehrhafte Bundeswehr. Statt Gender und Gedöns brauchen wir Panzer, die fahren, Flugzeuge, die fliegen und U-Boote, die tauchen. Auch hier versagt die noch nicht, leider schon wieder, Koalition. Deutschland, meine Herren, braucht eine Regierung, die seinen Interessen, seiner geopolitischen Stellung endlich gerecht wird. Die Welt wartet nicht. Die Atomuhr, sie tickt. Vielen Dank. Anton Friesen ist 1995 mit seinen Eltern aus Kasachstan nach Deutschland eingewandert. Nächster Redner.